Genau, so viel. This is bullshit. So viel verstehe ich in einem Flugzeug. Daraus haben wir den Pilot. Ping-Pong. Hallo zusammen bei Besagan. Ich bin Sammy. Ich bin Ben und heute spielen wir Airport. Ich glaube, das ist auch wieder ein deutsches Spiel. Deutsches Spiel, jawohl. Wir lieben deutsche Spiele. Ja. Da müssen wir jetzt halt den Flugis sagen, wo es lang geht. Ne? Ja, die Flugzeuge, die wollen halt von A nach B und wir müssen sagen, wo geht's lang für B. Ja, sie kommen aus dem Flughafen A und möchten in den Flughafen B. Und wenn sie landen wollen, dann sind sie ein bisschen beschränkt, dann müssen wir ganz genau sagen, okay, jetzt muss er runter. Sonst landen die nicht. Also. Ja, wir können nicht einfach sagen, lande jetzt mal, sondern wir sagen die Höhe, okay, runter. Wir schauen mal. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß, ich habe sicher mal gespielt. Weißt du was? Ich glaube, ich sage einfach mal nichts und lass dich mal spielen. Ja, genau. Ich habe es zwar schon mal gespielt, dann kann das ich Kind. Ich kann nicht so kommentieren, was du tust. Nämlich, ja. In dem Fall klicke ich da mal in das AirPod-Fenster. Und er ist abgestürzt. Dann lädt es wieder. Wir schütteln ihn ein bisschen durch. Es ist ein altes Spiel von 1990, habe ich vorher gesehen. Das hat sogar Sprachausgabe. Kannst du die Piloten, kannst du denen von denen verlangen, dass die ihren Status durchgeben? Echt jetzt? Ja. Quatsch. Fort life name 910, this goal of his morning. Was? Mission out for this goal, watch his morning. So in etwa. So in etwa. Genau. Ich versuche mitzuhören und für dich zu übersetzen. So, wer sind wir denn? Wir sind wir. Besagan. Genau. Dann schließen sie gleich den Flughafen und leiten alle Flugzeuge um. Es gibt zwei Modi. Du hast den Übungsmodus und das echte Spiel. Ich weiß nicht, ich glaube, das echte Spiel ist so, dann kannst du aber nur Lissabon, keine Ahnung, oder Oslo. Ja. Und wenn wir hier umschalten, dann kannst du alle Flughäfen beim auswählen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was da der Unterschied ist. Willst du mal, weil du weißt ja sowieso nicht, wie es am Anfang funktioniert, mal diesen Modus und dann können wir nach dem Training einen Flughafen auswählen und dann sehen wir auch gleich, ob es einen Unterschied gibt. Genau. Ja. Gut, dann kannst du Lissabon oder Oslo nehmen. Ich gehe nach Oslo, da wissen wir und sicher, dass es Oslo ist. Und auch als Kind, man wusste ich auch nicht, was ist das andere, ich habe immer Oslo genommen. Ich kenne nichts anderes. Ich habe es auf okay gedrückt. So. Es gibt übrigens, Zeit, ich habe mal... Stimmt, die Zeit, da muss ich dir aber hier kurz das Fenster wegnehmen. Ja. So, jetzt kannst du... Ich habe auf YouTube mal gesucht nach dem Spiel Airport. Ich habe ein Video gefunden, ein YouTube-Video, auf einem Kanal, wo der üblicherweise sagt, okay, er spielt entweder, ich glaube, für maximal 10 Minuten oder bis er Game Over geht, was auch immer zuerst passiert. Und der arme Kerl hat dann dieses Spiel versucht und er hatte keine Ahnung, wie die Steuerung funktioniert und ist einfach nirgends hingekommen. Und deshalb sage ich jetzt extra mal nichts und ich schau mal, was Ben jetzt damit. My old Etudis 5000 feet. Flying from London to Oslo. Over. Hast du gehört? Der hat ja jetzt gesagt, dass er von London nach Oslo fliegt, also der will landen da. Und hat dir auch gesagt, wie hoch er ist. Das sieht man übrigens auch an den Strichen. Halt die Schnauze! Die anderen Destinationen, die es danach gibt, rundherum sind New York, Frankreich. Macht das Sinn? Oh, da startet einer. Du hast einem gesagt, okay. Starten und landen in einem. Der ist jetzt falsch gelandet. Also F ist jetzt kurz losgerollt und hat wieder... So, C möchte immer noch landen, ist immer noch auf 5000 Fuß. Ja, das ist mir klar. Ah, fuck, da kann man ja noch klicken. Ja, bist ruhig. Ja.
Hast du dich jetzt da erinnert oder hast du jetzt das gesehen und gefunden, da kann man noch klicken? Ich habe das jetzt gesehen. Okay, weil der andere Typ auf YouTube, der das Video veröffentlicht hat von Airport, wo er das 10 Minuten lang probiert hat, der hat nicht einmal die Idee gehabt, auf diesen Kompass zu klicken. Und deshalb konnte er also auch so ziemlich gar nichts machen. Das Schöne ist bei dem Spiel, wenn du was am Eingeben bist, dann ist das immer pausiert. Du hast also da mächtig Zeit, um... Oh, jetzt bin ich gespannt. See geht jetzt runter, ne? Da macht jetzt Sturzflug auf die Landebahn, aber ob das noch reicht? Geh will nach London. Aha, seht ihr? Ich hab schon geschnallt. Der muss mir jetzt... Ja, ich glaube, Ben hat's geschnallt. Also man kann unten... Ich glaube offensichtlich, was am Anfang war, man kann auch auf die Flugzeuge direkt drauf drücken, scheinbar. Das wusste ich nicht mal. Jeder in aber man kann unten... Ach du Kacke. Man kann unten auf die Flugzeuge draufklicken und dann rechts mit dem Kompass kann man ihnen Befehle geben. Links, rechts, hoch, runter. Und dann zusätzlich noch kann man sagen Hold, dann fliegen die Schleifen. Oder man kann sagen Go on und dann fliegen sie weiter. Und... Der kommt nicht mehr runter. Ich weiß nicht genau, wie das mit dem Landen geht. Ja, das wäre eigentlich ganz gut gewesen, aber er kommt nicht mehr runter. Ja, er ist schon... Ups, A ist am falschen Ort weggegangen. Also A wollte nach London und A ist irgendwo aus dem Bild raus, wo ja, nicht London war. Ich weiß. Also, wir sind irgendwie eine, zwei Minuten im Spiel und es ist völliges Chaos. Also heute besser nicht fliegen. Oh, was ist denn jetzt? Oh, C ist crashed. C ist... Also es sagt, es ist fast ein Geniestreich. Du bist gelandet, aber da war keine Landebahn. Ah, okay. Das heißt, Chat, C ist gecrashed. Aber wieso dreht er jetzt die Stadt? Wieso soll der denn abdrehen? Der muss da nach London. Ich meine, hast du ihm gesagt, dass er abdrehen soll? Ja, ich habe ihn vor darauf geklickt. Ah, nein. Ja, so geht das. Genau. Du musst noch sagen, auf welche Seite sie drehen müssen für diese Himmelsrichtung. Genau. Okay. Aber das Spiel nimmt es da ein bisschen zu genau und wird auch bei G jetzt gleich schmutzen. Der muss nach rechts, nach Süden. Ja, bla. Ja, aber der kommt gut. Der kommt gut. Das E, der einzige. Oh, warte, ich habe da noch. Genau, die unten, das sieht man auch an den gelben Buchstaben in der letzten Zeile noch, das sind die starten wollen. Aber was das jetzt heißt da im letzten Moment, zuerst der Code, dann die Höhe von nach und dann Dang! Keine Ahnung, was das der Maschinentyp ist. Großes Flugzeug, kleines Flugzeug, ein Jet. Ah gut, die Frage ist jetzt vielleicht im Training ist vielleicht das Spiel nie zu Ende, da kannst du vielleicht endlos spielen. Das ist gut möglich. Das kann sein. Aber nimm es an! So. Weil du hast jetzt schon ein paar Fehler gemacht und noch nichts hat irgendwie gesagt, nee. Unten läuft ein oranger Balken von links nach rechts. Ich nehme an, das ist die Zeit und wenn der ganz voll ist, dann hast du es geschafft. Wenn du bis dahin nicht zu viel Chaos verursacht hast. Da will einer nach Helsinki. Frankreich, das kann ja nicht sein, oder? Weil das andere sind ja Städte, New York, London, Helsinki. Da kann es nicht Frankreich sein. Was ist denn das? Oder vielleicht hat auch einfach der Programmierer gesagt, Frankreich, französische Sprache, da kenne ich mich nicht aus, das ist einfach Frankreich, fertig. Was könnte das denn sein?
Also, Frankfurt könnte das sein, vielleicht. Vielleicht ist es Frankfurt. Das wäre auch ein bisschen näher da, geografisch. Und oben haben wir... Hallo, wir sind in Norwegen. Oben gibt's nichts mehr. Was gibt's denn oben noch? Über Norwegen. Ist das die Antarktis? Moment, die Arktis ist... Die Antarktis ist doch der Südpol, oder? Ich bin gerade, merkst du, da ich Probleme habe mit dem Stern und nein, wenn ich da klicke, geht er da durch. Ja, also ich meine, wenn du sagst darüber, dann fliegen die darüber, aber sie müssen halt drehen, aber dann fliegen sie darüber. Ja? Es kommt wohl erst noch rein. Ist noch nicht da. Oh, da kommt was rein. Wo kommt was rein? Da, wo das D rausfliegt, da kommt jetzt was rein. Ich weiß noch nicht was, aber da kommt irgendwas rein. Interessant. Ich weiß nicht, ob das Möwen sind oder ob das Regen ist. Das ist ein Vogelschwarm. Wir haben voll einen krassen, die krasse Anlage hier, dass wir da draußen irgendwo den Vogelschwarm sehen. Die sind ja nicht bei mir da. Die würden ja schon erscheinen, wenn ich draufklicke. Ja, ja, die werden erst... Die erscheinen natürlich auf der Liste ein bisschen, bevor sie ins Bild reinkommen. Nach wohin? Helsinki. Ja, dann gehst du nach rechts. Nach unten. Ja, aber ich glaube, jetzt geht es. Ja, jetzt ist es. Wollen wir mal wechseln? Wir können mal wechseln, obwohl ich so richtig im Flow bin. Nee, ich bin doch nicht. Jetzt habe ich aber hier geklickt nach links. Ja. Ah, fuck, ich mit meinem Links. Ah, die zwei knallen wir noch kurz zusammen. Okay. Er fliegt schön nach London da. Ja. So funktioniert ja. Das H ist jetzt ja wurscht. Kollisionsalarm, ja. Oh! Bäm! Ja, hab ich gut gemacht. Ein schönes Chat-Rendezvous. Sie sind gecrashed. Ja, es ist, ja. Ah, und jetzt regt er sich noch darüber auf, dass H da unten raus ist und nur auf 1000 Fuß war. So, mindestens auf 4000 Fuß sein. Oh, okay. Ja, aber es geht immer weiter, alles klar. So, und jetzt leider weiß ich nicht, wie man hier zurückkommt. Also, Reset. Ja, es ist wirklich Frankfurt, steht ja hier. Ja. Ich wollte jetzt eigentlich Zürich nehmen, weil... Ja. Aber... Ich glaube, ich gehe jetzt mal sofort Genius. Auf. Ja, ich gehe sofort mal er auf Genius. Jetzt ist Genius. Die Frage London oder Paris und ich glaube, Paris gefällt mir nicht. Also gehe ich nach London. Einfach. Ich mein, weil es zwei O's hat. Ich mache hier mal einen Kopf auf die Seite. Das ist geil. Cool. So, was haben wir da? Eins. Ist das Vancouver oder was? Wo sind wir in London? Nee, dann ist das nicht Vancouver. Du hast eins her und oh, da bist du eine starten. Da. Ja, dann los. Du gehst da mal auf 5000 Fuß und du willst nach New York oder so. Das ist diese Richtung da. Ja, dann geh mal. Los. Da kommt einer rein, der möchte irgendwo hin.
Ah, du möchtest in den London oder will hier landen, das ist Heathrow. Oh Gott, der kommt jetzt aber aus einer beschissenen Richtung hier. Sag mal was. Was war das für ein Ort? Das klang wie Weinkauer. So, ach so, der müsste mal ein bisschen nach unten, ne? Sonst kann der ja nicht landen, komm. Ja, nee, komm her. Ich weiß. Ich will, dass du jetzt mal hier ein bisschen nach unten gehst. Kommt der, wo will B? Das B will nach New York. Kommt der da, das A, kommt der rum, wenn ich dem jetzt sage, nach rechts, schafft er das? Komm, das schaffst du, Chaga. Ja, ja, locker. Zürich. Locker. Der ist sogar zu fest rechts. Ja, das ist ein bisschen zu weit rechts. Dann schütteln wir die Passagiere noch ein bisschen durch hier vor der Landung. So. B muss ein bisschen noch nach links rüber. So. Jawohl, ja. So, jetzt kommt B da wieder nach rechts. Weißt du, man muss denen halt wirklich alles sagen. Die können nichts alleine machen. Nee, die sind echt doofe Piloten. Oh, jetzt wird's spannend. Ja gut, die dürfen zwar auch nicht einfach irgendwie die Richtung wechseln. Der kann mal starten hier. Oh, der sollte schon lang. Jetzt habe ich den verschlafen. Ich meine, ich hatte ein Flugzeug, auf das ich mich achten musste. Komm, please. Wrong. Der ist doch gecrashed, oder? Der ist doch gecrashed. Der ist nicht falsch gelandet, der ist gecrashed. Der ist falsch gelandet. Aber das C will nach New York. Diagonal. Das verwirrt mich jetzt gerade voll, weil... Die Landebahn war doch korrekt. Vielleicht wollte er nach hier 1. Hättest du besser zuschauen. So, da kommt einer von Oslo. Gut, du gehst jetzt hier mal auf 1000 Fuß runter, Landeanflug. Der ist aber schnell, dass die... Der ist schnell, ja. Auf den achte ich mich jetzt ganz besonders. Oh, jawohl, das sieht doch gut aus. Der New Yorker sieht auch. Ich weiß auch nicht, was das hier bedeutet. Vielleicht bedeutet das, ich kann jetzt schon sagen, er kann jetzt von 1000 Feet runter auf 0 ab diesem. Ich weiß es nicht. Ich sage jetzt mal jetzt runter. Keine Ahnung. Vielleicht setzt er zu früh auf. Dann ist er einfach dumm. Dann ist er einfach dumm. Nee, yes! Gut. Gleich noch einer, okay. Ja, von mir aus. Was sind das für weiße Dreiecke? Keine Ahnung. Vielleicht Satelliten. Aber bei dir kommt ja nur ein... Ja, bei mir kommt irgendwie gar nichts. Also für Genius, aber Bro, das Teil... Das ist lockerflockig. Ist das lockerflockig? Zähl noch ein bisschen rüber hier. So. Und ja... E habe ich vergessen, aber der kann schon mal ein bisschen runter. So, kann C da rauf. Wenn man keine Rechts-Links-Probleme hat, ist das Spiel recht einfach. Ich habe immer... Oh, shit! Ja, was? Ich habe dich unterbrochen, sorry. Oh, shit! Ja, es gibt ein Problem mit dem Monitor. Das Höhendisplay funktioniert nicht mehr. Ah. Okay. Na gut, ich weiß, ich habe... Ach, nee. Oh, der hat noch nicht gedreht. Dem habe ich noch nicht gesagt, er soll drehen. He? Das habe ich irgendwie... Habe ich jetzt schon diese Richtung? Komm, guck mal, diese Richtung hier. Und zurück. So. Eben, ich habe diese Links-Rechts-Probleme. So. Da kommt einer von mir. Miami? Keine Ahnung. Und ich glaube, jetzt hier kann der runter so. Der möchte landen. Ja, das kackt mich jetzt an. Ah, das kackt mich jetzt an. Der kommt jetzt von da drüben rein und will hier landen. Das kann es ja nicht sein. Ja, vor allem die Frage ist, es hier 1 oder hier 2? Ja, das wäre... Aber warte, was ich sage, warte, was ist einfach zu spät. Ja, ja, der das E, ja, ja, warte, was ist einfach zu spät. Ja, ja. Aber jetzt muss natürlich die Nord...
um Flugschleife nehmen da mit dem Mia-Flug. Weil die Einwohner da im Süden, die haben protestiert wegen dem Fluglärm. Und seit diesem Zeitpunkt müssen die Flüger immer oben Türen klären gehen. Und jetzt würde ich schon mal hinunternehmen, dieses Ding. Meinst du, kann ich schon? Ja, schon lange. Geh will auch landen. So. Noch mehr. 1, 2, 3, 4. Jetzt muss ich halt einfach zählen, dann geht's. Ja, siehst du, F ist gecrashed, das war zu früh. Ja, wie blöd ist der denn? Keine Ahnung, der ist jetzt da irgendwie vielleicht im öffentlichen Schwimmbad runtergekommen oder so. Vielleicht ist der rote Punkt der Punkt, dass wenn du zu oberst bist, auf 5000 Fuß oder wie hoch, dass sie auch immer reinkommen, dann den Flieger auf Null setzt, dass es genau bis zur Landebahn funktioniert. Jetzt wollen die einfach alle landen. Ist das der Grund, wieso... 1, 2, 3, 4. Ist das der Grund, wieso dieses das Genius-Level ist? Weil die einfach alle landen wollen? Ja, ist natürlich viel schwieriger, ich jetzt das, in die Richtung zu... Ja, schwierig, ich weiß nicht, ich finde es gerade sehr unangenehm. Wieso? Ich muss ständig sagen, okay, wir kommen jetzt da schnell da rum, weil ja, sonst... Ja, aber schau mal, das muss ist runter, ja gemütlich. Und da muss er runter und dann muss ich den wieder drehen. Ist das Drehen zu spät, oder? Ja, jetzt muss er wieder ein bisschen zurück hier, so ein bisschen weiter auf diese Seite. So, zum Glück sitze ich runter nicht in diesem Flugzeug. Und ich habe das G vergessen, das muss schon lange runter. Und das haben sie auch runter und... Sie crashen! Yes! Das war... Yes! Oh, alles in Ordnung. Ja, alles in Ordnung. Oh, da oben kommt was rein. Ein Gewitter, die stürzen sicher ab, wenn sie da... Ja. Flieg durchs Gewitter. Habe ich dem schon gesagt, wohin, oder habe ich nur gesagt, rechts rum? Der entwischt mir, komm schon. Ja, dafür steht jetzt gerade die Richtung, weil er so lange hat. Aber du hast diagonal gewählt, das kommt nach oben. Rum. 1, 2, 3, 4. Ja, nee, ich kann ja nicht durch die Wolke durch. Wieso nicht? Weil der dann abstürzt. Bist du sicher? Ja. Wieso bist du dir sicher? Was soll sonst die Wolke da machen? Ja, das ist, kann das, da nicht. Dass du das Flugzeug nicht mehr siehst. Und selbst wenn, muss ich ein bisschen nett sein zu den Passagieren. Nee, da musst du nicht. Ja, dann. Das J abdrehen. Ja, bin ich dran. Ja, schon zu spät. Nee, ist perfekt. Nicht perfekt. Die Wolke muss jetzt einfach schnell genug durch, dass ich jetzt mit dem I da rüber kann. Da. Der darf die Wolke nicht einholen. Umfliegt die Schlechtwetterzone. Ja, sehr professionell. Nach rechts holt. Okay, das Höhendisplay ist wieder kaputt. Ist ja schon. Also, schlimmer kann es nicht mehr werden. So, der kann runter. So. Passt. Ja, jetzt fliegt er nach Vancouver. Wenn ich nur zwei Flugzeuge gleichzeitig habe, ist das kein Problem. Ja, dann fliegt er nach Vancouver. So, da kann ich weiterfliegen. Ich sage, das ist doch jetzt ein Trainingsmodus, nicht? Meinst du? Ja, wieso sollte ich im Trainingsmodus zwei Level auswählen können? Der Rest ist gesperrt. Stimmt. Aber beim Real Life... Stimmt. Level... Darum ist er wahrscheinlich auch nur feuchten Furz los. Da will einer starten. Vielleicht ist auch der Trainingsmodus, dass die alle starten oder landen wollen, die blöden Pisser. Kann ich irgendwie spulen? Was ist das Kabel? Das will auch landen. Jetzt kommt da ja, diese scheiß Wolke. Jetzt fliegt durch die Wolke. Nee. Doch. Nee. Doch. Kackt ab, wenn er durch die Wolke fliegt. Ist dir wurscht. Flieg durch die Wolke. Ich will sehen, wie du abkommst. Fliegt er unabsichtlich durch die Wolke? Ja, ein bisschen. Hat er? Ein bisschen. Ich gehe da jetzt landen. Ist mir jetzt wurscht, diese scheiß Wolke. Hey, das Display ist ja zurück. Da. Cool. Ja, komm, jetzt passt das.
passt das. Ja, ja. Ja, ja. Nee, siehst du, es ist gecrashed. Blitz ist eingeschlagen und Flugzeug ist tot. Okay. Okay. Was war das jetzt? Okay, das? Ich dachte, ich hätte einen Sound gehört. Ein Sound? Ja. Das waren die sterbenden Menschen. Die Zeit ist, glaube ich, schon lange. Ja, die Zeit ist auch rum, ja. Aber es ist eigentlich spannend. Also, ja, ich nehme an, für zu Hause zum Zuschauen. Ist ein bisschen doof, ja. Ist die Spannung ich so hoch? Ich habe halt gedacht, da sei ein bisschen mehr los, also mehr Flugzeuge auf einmal. So wie bei mir vorher. Ja, weil ich zwei Flugzeuge, will der landen, ja, der will landen. Komm, ich zeig dir jetzt mal hier, wie ich mit dem landen tue. Mit welchem, wohin will der her? Ja, hast du einen Knall? Ah, okay, jetzt geht er doch wieder nach oben. So dachte ich, er macht gerade rüber, gerade runter. So, jetzt kann er schon wieder rüber. Das genügt schon. Schon wieder nach unten. Okay, zum Schluss will ich jetzt noch was ausprobieren. Oh, kommt er nach unten rechtzeitig? So. Und zwar, das N will jetzt ja da auf diesem Stakowski, was auch immer, Swarovski Diamanten landen. Und ich mache den jetzt einfach mal falsch rum. Ich meine, ich bin der Tower, ich kann dem sagen, wie der landen soll. Der hat meine Anweisungen zu befolgen. Der landet jetzt einfach mal andersrum drauf. Ist mal wurscht. Zum Glück arbeitet er nicht im Tower. Na, heute mache ich bald. Siehst du, aber das O, das will auch da landen, das kann jetzt auch gleich von dieser Seite kommen und da andersrum landen. Ist mir wurscht. Ich bin Süden herlanden. Wieso landest du nicht so gleichzeitig? Und hoffst, dass die Landung zu Ende ist, bevor sie sich in der Mitte treffen. Das wäre so witzig, nur um das zu steuern, wäre es, glaube ich, relativ schwierig. Manchmal. Oh, was ist das jetzt? Au! Das ist ein Gebäude! Ja! Habe ich jetzt da genau das weiße Dreieck erwischt? Genau, ja. Das ist ein Gebäude! Das ist ein Fernsehtower! Genau! Scheiße! Und er flog genau Scheiße. Da hinein. Ich habe ihn noch gewarnt. Zum Glück haben wir das nicht 4 Tage früher aufgenommen. Ach du Scheiße! Wieso? Ja, dann war der 11. September. Ja, aber, am 11. September flogen sie nicht in Fernsehtowers. Ja, aber... Ich meine, das ist ein normaler Flugunfall. Das gab es sicher schon einmal. Dass einer aus normalem Flugunfall in einen Fernsehtower gekracht ist? Ja. Meinst du? Es gibt alles. Gestern habe ich eine Folge gesehen. Hallo? Sie haben sich die 10 Minuten, wo es braucht, für die Wolke da drüber zu programmieren. Am Schluss kam einem noch in Sinn, der macht doch noch ein Donnergeräusch rein, bevor die Wolke verschwindet. So, guck, P kann jetzt auch gleich verkehrt herum landen. Was soll jetzt das? Ich gehe da jetzt nicht. Moment, das war rechts, das war nicht links. So, wollen wir doch mal schauen, ob das funktionieren tut. Oh, das ist ja wieder der Fernsehtower. Den habe ich schon wieder vergessen. So, wie geht's denn jetzt mit Flugzeug? Oh. Na? Okay, nein, geht nicht. Ist falsch gelandet. Ja, darf man also nicht falsch rumlanden. Okay. Für das gibt es ja auch die Landeanflugslinien. Ja. Ja, aber ich glaube, manchmal gibt es noch Notfälle, dann wird man von einem Kapitän angefunkt, irgendwie mal, der hat eine Bombe an Bord oder Treibstoff geht aus, er muss sofort landen. Dann muss man halt wirklich schauen, dass man den sofort abfertigen tut, aber ansonsten, glaube ich, war es das. Ja, ich habe jetzt da. Und wenn es ein bisschen mehr Flugzeuge, ich bin jetzt wahrscheinlich wirklich im Trainingsmodus, wenn es ein bisschen mehr Flugzeuge hat, dann kann es auch ganz witzig werden.
Ja. Da muss man sich dann plötzlich bei 5-6 Stück gleichzeitig, muss man sich schon konzentrieren. Da ist einer im anderen Flug, dann klickt man auf einen anderen. Dann vergisst man, obwohl dann das Spiel pausiert, dass der im anderen Flug, dass man dem noch sagen muss, er soll auf landen. Null runter, ja. Da kommt er von alleine nicht. Wo ist der Stelle, beim Fernsehturm oder am Boden? Nein, am Boden. Okay, ja. Ja. Gut, das war's, von Airport. Es gibt auf YouTube doch ein Video von Airport, wo mal richtig Airport gespielt wird. Jawohl. War auch was passiert. Das ist der Besegan Airport Tower. Nein, Von daher haben wir einen wertvollen Beitrag an die YouTube-Videobibliothek geleistet jetzt. Genau. Okay, dann bis zum nächsten Mal bei einem anderen Spiel und... Tschüss! Ciao, noch nicht vergessen.